Neuer Tag, neues Glück. Diesmal draußen ist es arschkalt. Genau, die aktuelle Fragestellung, die ich habe, ist, macht man so ein Projekt hier in Deutschland, vorzugsweise hier in Berlin, wo ich halt wohne, oder macht man das wirklich da im Ausland, da wo man es im Prinzip sich, also wo ich mir das überlegt habe, weil es dort wahrscheinlich am sinnvollsten ist, weil dort viel Plastik rumliegt oder viel Müll. Es hat noch kein funktionierendes Recycling-Netzwerk gibt. Und ja, das wäre irgendwie am sinnvollsten, es dort zu starten. Aber ich sehe auch einige Punkte, wieso man das Ganze eventuell auch hier machen könnte. Und zum Beispiel halt erstens haben wir auch hier nur knapp 40% Recyclingquote, was jetzt auch nicht so viel ist. Der Rest wird verbrannt und oder exportiert nach China oder so. Also auch wir sind hier noch nicht wirklich auf dem Höhepunkt unserer Leistung. Aber es ist natürlich trotzdem um einiges besser als zum Beispiel in Indien. Hat ein weiterer Vorteil könnte sein, dass man halt einfach vor Ort ist. Das heißt, halt ich kann einfach halt irgendwie täglich oder alle paar Tage so ein halt Workspace irgendwie nutzen, Maschinen nutzen, irgendwie Dinge machen, anderen Leuten das näher bringen, auch zeigen, wie man halt besser mit Wertstoffen umgeht, wie man im Alltag darauf verzichten kann, viel Abfall zu produzieren, wie man den Abfall, den man produziert, wieder recyceln kann. Das sind alles Dinge, die auch hier super notwendig sind und das könnte man eigentlich auch hier ganz gut machen. Und ich will das mal so ein bisschen aufsplitten und mal einfach verschiedene Business Cases irgendwie durchrechnen, weil genau, irgendwie muss es ja auch finanziell ertragbar sein, so ein Projekt. Und ich will anfangen mit mal ein Beispiel, wie so ein Recycling Center in Berlin aussehen könnte, und das zeige ich euch dann. Naja. Okay, also jetzt wollen wir mal den Business Case durchgehen. Also ein Business Case erstmal so an sich ist ein schönes englisches Fachwort für einfach, wie kann ein Projekt oder ein Business im Prinzip zu einem Zeitpunkt X halt wirtschaftlich dastehen. Also sprich, welche Art von Einnahmen kommen, welche Art von Ausgaben sind da und halt welche Annahmen halt können getroffen werden dazu. Das heißt, hat man blendet jetzt so ein bisschen aus, dass sich das natürlich alles irgendwie so entwickelt über einen Zeitraum, sondern es nur für einen Punkt. Das heißt, es ist im Prinzip erstmal eine recht vage Sache, aber um so eine Idee zu bekommen, was in einem gewissen Szenario eigentlich möglich ist, ob so ein Projekt überhaupt tragfähig ist. Und ich dachte mir, wir fangen an erstmal mit der Idee, wie kann etwas, was man jetzt hier in Berlin macht, in Deutschland macht, aussehen. Und ich dachte da erstmal an ein Modell, was ich kenne vom Fab Lab in Berlin, die halt sowas machen, was recht ähnlich ist und was ich eigentlich ganz gut finde. Und im Prinzip gibt es mehrere Komponenten. Also, ganz grob gesagt, ist es ein Workspace und wir haben in diesem Workspace halt verschiedene Maschinen. Und dieser Workspace, der kann zum Beispiel hier in einem Loft sein, in Berlin, irgendwie 200, 300 eine Quadratmeter, und es gibt ein kleines Büro und vielleicht eine Bar und ein paar Sofas, wie auch immer, aber der Hauptplatz hat irgendwie Maschinen und Arbeitsplätze und Werkzeuge. Und jetzt hat die erste Einnahmequelle, die es irgendwie geben könnte, hat zum Beispiel wären Workshops. Halt bei einem Workshop könnte man das halt so machen, und man hat halt eine Gruppe, irgendwie 10 Leute oder so, und erzählt denen was irgendwie halt über Recycling und wieso es wichtig ist
Also ein bisschen Inhalt, dann halt lässt man halt die Leute arbeiten an den Maschinen für irgendwie eine Stunde oder so. Und dann bekommen sie halt ihr eigenes Produkt raus. Das heißt, halt nach 2, 3 Stunden halt gehen sie dann raus und haben dann irgendwie ein kleines Produkt, halt was sie sich selber gebaut haben, aus recyceltem Material, selber in der Hand und können dann quasi halt glücklich nach Hause gehen. Und genau, halt das könnte zum Beispiel sein, man nimmt irgendwie 15 € pro Teilnehmer. Halt das Ganze halt dauert irgendwie 2 Stunden, man hat ungefähr halt 1 bis 2 Workshops am Tag. Und halt dadurch kann man dann circa 300 bis, genau, halt ungefähr 300 € pro Tag einnehmen. Oder pro Monat halt knappe 9.150. Das wäre jetzt das Modell halt der Workshops. Hier sind natürlich Annahmen halt getroffen, zum Beispiel, dass Leute bereit sind, 15 € zu zahlen, dass man 1,5 Workshops pro Tag hat und. Und das muss man halt natürlich alles so ein bisschen validieren. Aber ich habe jetzt erstmal angefangen, diese Annahme zu treffen. Genau, eine zweite Einnahme könnte halt sein, man vermietet halt die Maschinen oder Zeit an den Maschinen für Leute, die selber was machen wollen. Also halt sogenannte in Anführungsstrichen Maker, die halt einfach halt selber eine Idee haben, die umsetzen wollen, aber halt natürlich jetzt keine Maschinen zu Hause haben, weil sie vielleicht keinen Platz haben oder halt jetzt nur ein einzelnes Projekt machen. Und den kann man halt pro Stunde für einen Betrag die Maschinen ausleihen. Und da könnte man zum Beispiel 3 € nehmen pro Stunde und sagt, okay, halt die Leute arbeiten ungefähr 2 Stunden im Durchschnitt dran und man bekommt vielleicht 3 Leute pro Tag und dann ergeben sich halt 18 € pro Tag oder 549 € pro Monat. Genau, das wäre dann in diesem Szenario halt eine mögliche Einnahmequelle. Klingt jetzt erstmal vor allem im Vergleich zu den Workshops wirklich nur wie ein kleiner Teil. Aber auch hier sind wieder Annahmen, muss man erstmal validieren. Vielleicht hat sehr viel mehr Leute bereit, da pro Tag zu arbeiten. Vielleicht arbeiten die auch sehr viel länger pro Tag. Vielleicht sind die auch bereit, mehr Geld zu zahlen pro Stunde. Dann die dritte Einnahmequelle, das wäre quasi eine Art Grundgebühr, die man nimmt für die Leute, die sich halt selber was halt bauen wollen mit den Maschinen, dass man halt sagt, okay, ihr habt irgendwie Zugang zu den Maschinen, aber ihr müsst halt eine Monatsgebühr zahlen für 10 €, um quasi Mitglied zu bleiben. Und genau, das könnte man jetzt sagen, ab bei 10 € und ungefähr 50 Mitgliedern 500 €, also ein sehr simpler Case. Genau, muss man halt auch validieren, ob das sinnvoll ist, ob Leute das tun, aber so macht man das zum Beispiel beim FabLab. So, und dann gibt es halt noch irgendwie halt noch weitere Einnahmequellen, also man kann halt Getränke verkaufen oder auch Kuchen oder so, das halt sieht man ab und zu in so Boulderhallen zum Beispiel. Dann halt den Verkauf von Materialien, zum Beispiel von dem Granulat, von dem Plastikgranulat, von dem Filament. Vielleicht kann man halt Metall, was man irgendwie sammelt und sortiert und herrichtet, auch verkaufen. Oder man macht halt auch eine eigene Produktion von hochwertigen Produkten, die man dann halt selber verkauft über einen Shop, vielleicht einen Online-Shop oder direkt vor Ort oder. Und ich habe die ganzen Sachen jetzt erstmal rausgenommen, weil das sind erstens Sachen, die ich nicht so richtig einschätzen kann, ob es dafür wirklich Bedarf und Markt gibt, und teilweise muss ich auch sagen, dass es einfach zu variabel ist und da man halt noch sehr viel mehr austesten muss. Das sehe ich jetzt also erstmal als zusätzliche Einnahmequelle ein. So, und dann müssen wir halt natürlich noch irgendwie Kosten gegenrechnen. Und auch hier habe ich hat jetzt erstmal halt relativ simple Annahmen getroffen und halt wahrscheinlich sind die nicht 100% genau und im Zweifel auch sehr viel höher. Aber wir haben zum Beispiel Kosten für Personal pro Workshop. Also im Prinzip, den Workshopleiter, habe ich jetzt einfach mal angenommen, bekommt 50 € pro Workshop pauschal. Das wären dann 3.050 € pro Monat für die Personen, die diesen Workshop leiten. Das ist halt eine variable Kostenpunkt. Dann die Miete und Strom und Wasser und so
für den Workspace habe ich jetzt mal bei 1500 angesetzt. Das kann wahrscheinlich auch teurer sein, halt je nachdem, halt, an welchen Standort man sich wählt und halt wie zentral man sein will. Da geht es wahrscheinlich dann noch um einiges höher. Dann Admin und Buchhaltung, also jemand, der das alles ein bisschen verwaltet, morgens die Tür aufmacht und halt auch Belege sammelt und die Kasse führt und so. Habe ich jetzt mal mit ungefähr 1600 angenommen. Das kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger sein. Dann Abschreibung und Wartung der Maschinen. Also man investiert ja halt erstmal einen Betrag, zum Beispiel irgendwie 12.000 oder 15.000 Euro in die Maschinen, die man hinstellt und dann schreibt man die ab über eine gewisse Zeit, vielleicht 3 oder 5 Jahre. Und plus halt noch so neue Investitionen, die man macht oder Reparaturen. Habe ich jetzt mal angenommen, dass man ungefähr 350 Euro pro Monat dafür bereithält. Und dann der Punkt Müll sammeln, wo ich halt ehrlicherweise noch überhaupt keine Ahnung habe, wie viel das wirklich kostet und auch wie man das wirklich macht. Aber irgendwie muss man ja auch an das Material rankommen, was man dann später verarbeiten will. Und genau, das könnte von 0 bis 1500 Euro im Monat gehen. Bei 1500 Euro, da ist man wahrscheinlich jeden zweiten Tag irgendwie on Tour mit einer kleinen Pritsche und sammelt irgendwie Müll ein, vielleicht von Fabriken oder so. Genau, das ist nochmal ein Thema für sich, das Müllsammeln. Und dann zu guter Letzt Marketing. Habe ich jetzt einfach mal 800 Euro pro Monat angesetzt für Flyer, Poster, Webseite, Facebook-Marketing, was auch immer man irgendwie machen will. Da kann man mit Sicherheit auch sehr viel mehr ausgeben, kann man auch weniger ausgeben, aber das ist wahrscheinlich ein Wert, mit dem man ein bisschen arbeiten kann. So, und wenn man das dann halt gegenrechnet, es ist wie gesagt eine Art Milchmädchenrechnung, haben wir jetzt halt Einnahmen gesamt, da sind wir bei 10.199 Euro und Kosten gesamt bei 8.800. Und was bleibt übrig? Halt 1.399. Das jetzt in dem Case, wo alles gut geht, man hat nicht noch irgendwie große Mehrkosten. Die Einnahmen, die man geplant hat, die kommen auch rein. Und unterm Strich ist das jetzt nicht super viel, wenn man bedenkt, dass da schon noch einiges an Risiko da ist und da wahrscheinlich auch noch ein, zwei Personalstellen eigentlich von bezahlt werden müssen. Das heißt, halt jetzt so wie ich den Case jetzt halt erstmal gerechnet habe, wobei ich halt teilweise schon noch ein bisschen konservativ war, denke ich, dass das ein Modell ist, was wahrscheinlich funktionieren kann, aber was jetzt auch nicht hundertprozentig irgendwie funktioniert, also was jetzt hat keine Geldmaschine ist. Ansonsten hätten das wahrscheinlich auch schon Leute gemacht vorher. Das heißt, da muss man noch ein bisschen rumschrauben und noch ein bisschen schauen, ob das wirklich so halt machbar ist und noch verfeinern. Aber ich denke, das ist erstmal ein ganz guter Ansatz und hat vor allem hat dient es halt für mich erstmal zur Entscheidung, ein Projekt hier machen oder im Ausland machen. Und dafür ist es, glaube ich, eine ganz gute Entscheidungsgrundlage, um ein gewisses Gefühl zu haben für mögliche Einnahmen und mögliche Kostenpunkte. Gut, soll es erstmal gewesen sein. Ich werde dann halt natürlich analog mal halt was zusammenstellen, was für quasi ein Projekt im Ausland irgendwie funktionieren könnte, von einer Art Business Case her, von Aktivitäten her. Und ich freue mich über Feedback, wenn ihr sagt, die Annahmen sind total Bullshit. Dann halt sagt das bitte, dann kann ich das verändern. Wenn ihr sagt, hat Drehmann noch da ein bisschen, dann funktioniert es, umso besser. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und macht euch noch eine schöne Zeit. Ciao.